Morgen zusammen, ich bin's wieder aus Hongkong und heute bin ich beim Flower Market, beim Bird Market und ich habe gedacht, ich nehme euch mal wieder mit und zeige euch mal so ein bisschen, wie das hier in Hongkong so aussieht. Jetzt bin ich auf dem Festland von Hongkong und ja, dann geht's einfach mal los. Alles voller Vögel. Ich zeige euch das jetzt mal ein bisschen. Weil einerseits stinkt das fürchterlich und andererseits sind die halt in so ganz kleinen Käfigen gefangen. So, boah, das finde ich richtig grausam gerade. Also da gefällt mir der Blumenmarkt noch besser. Es gehört zur Kultur dazu und es ist halt auch mal gut, sich das, glaube ich, anzugucken, aber also, nee, meins ist das irgendwie so überhaupt nicht. Und dann bin ich wieder nach dem Schreck mit den ganzen Vögeln, habe ich mir jetzt erstmal Liquid Share Tea geholt. Ach, da. mit Mango-Geschmack und grünen Tee. Da laufen die ganzen Hongkonger mit rum. Immer wieder in der Metro sind das. Und vielleicht geht das jetzt zwischen den nochmal was probieren. Und wieder mal verlaufen und was Cooles gefunden. Ich bin jetzt gerade hier in Snoopy's World. Hier einfach, keine Ahnung, aus der Metro raus und auf einmal in so einem Kinderland hier gelandet von Snoopy. Also total süß, auch alles kostenlos wieder. Ihr seht das ja im Hintergrund. Für kleine Kinder total schön und man kann hier sogar so Fahrten machen über dem Wasser. Ja, jetzt muss ich mich aber mal wieder auf den richtigen Weg machen, um zu den 10.000 Buddha zu kommen. Mal schauen, ob ich schaffe. Bis dann! Ich habe tatsächlich den Weg gefunden zu den Buddhas. Ich muss jetzt zwar so voll durch die Einöde, aber da war so eine kleine Frau im Haus, die sagte direkt so, ja, weiterlaufen ist richtig. Freier Eintritt. Und das geht halt ja schon voll los. So, total cool, die ganzen Buddhas. Das ist mega cool. Hi. Ich sitze jetzt gerade mit meinem Kumpel Oskar. Mach mal ein Päuschen, weil, wie ihr seht, schon wieder die ganze Zeit.
Und das ist ein echt starker Berg. Ich bin froh, wenn ich da oben angekommen bin. Ich habe auch so die Schnauze voll vom Bergen. Also, bis später. Jetzt mal so ein bisschen den Ausblick von hier, weil der ist echt sehr schön. Ja, das war's ja auch schon. Ich gehe jetzt wieder den ganzen Weg runter. Das wird auf jeden Fall spaßiger als hochzulatschen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend beim Happy Valley. Das ist die Pferderennbahn hier zum Wetten. Und dann schaue ich mal, ob da wirklich so viel los ist, wie immer erzählt wird. Ich bin jetzt in Happy Valley und habe gerade 5 Wetten gemacht. Für je 20 Hongkong-Dollar. Ist nicht viel, 2 Euro noch was. Immer auch, dass das Pferd unter den E3 platziert ist. Mein erstes Rennen ist jetzt mit Forever Fun, weil ich dachte, das habe ich auf der Reise eh. Deswegen nehme ich jetzt das Pferd. Ich bin mal gespannt, ob ich hier irgendwas gewinne, aber bei 5 Wetten sollte ja schon irgendwas hoffentlich dabei sein. Also ich zeige euch jetzt mal hier rundherum, sieht mega cool aus. Leute sind auch extrem viele da. Da ganz hinten sind gleich die Starter und ist auch mega geil im Hintergrund mit den Häuserschluchten. Das schockt total und ich bin mal gespannt, wie die Leute hier gleich so mitfiebern. Ich habe jetzt das Pferd, das heißt Massive Power, sieht aber aus wie so ein Spargeltarzan. Das ist nämlich die Nummer 7, die kommt jetzt gleich vorbei. Aber sieht sie so schlecht. Da ist sie. Und die starten gleich von da. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich das doch mal eben ein bisschen filme. Ja, Nummer 7 ist vorbei! Nummer 7 ist vorbei! Ah! Ich glaub nicht! Ist und ja, sah wohl schon wieder nicht so gut aus.